Yo, was geht ab, meine lieben MK-Freunde und Fans? Heute zeige ich euch, wie ihr mit einem einfachen Trick eure ganzen Skins freischalten könnt. Oder zumindest sehr viele auf jeden Fall. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon kennen. Und für die, die es nicht kennen, ich meine, das hier kennt ihr ja in der Krypta. Der Schrein, hier tust du ja was spenden. Und jetzt ist halt ganz wichtig, wie viel du spendest. Denn nur wenn du 100.000 spendest, kriegst du auch ein Skin. Wir probieren das mal jetzt aus. Von Kotlka. So, jetzt zeige ich euch das nochmal. Das funktioniert immer wieder. Also ihr könnt es so oft machen, wie es halt nur geht, ne? Und wieder ein Skin. Und jetzt zeige ich euch das nochmal. Und zwar machen wir diesmal nicht 100.000, sondern 99.000. Und ihr werdet sehen, bei 99.000 gibt es keinen Skin, sondern Ausrüstungsteile. Da seht ihr es. Also nur wenn ihr 100.000, genau 100.000 spendet, dann bekommt ihr auch ein Skin. Und so könnt ihr eventuell einen Skin, den ihr vielleicht unbedingt mal haben wolltet, hier über die Krypta, über den Schrein freischalten. Genauso wie bei ganzen Verbrauchergegenständen. Ich meine, bei kleinen Beträgen, wisst ihr es, von 1000 bis hier. Bis zu 70.000, bis zu 72.000, ja, bis zu 70.000, glaube ich, ist es. Oder bis zu 74.000 ist nur Turm, Verbrauchsgegenstände, Fidelity-Marken und sonstiges. Da seht ihr es, das sind alles Turm-Verbrauchsgegenstände. Und wie gesagt, also. Das liegt wirklich daran, wie viel ihr spendet. Also ihr könnt es wirklich selber steuern. Ich meine, der ein oder andere hat bestimmt hier schon einiges auch gespendet und einiges bekommen. Aber ich wollte halt nochmal erklären, dass ihr genau die exakte Summe spendet, um das zu bekommen, was ihr auch wollt. Also man hat natürlich keinen Einfluss drauf, von wem der Skin jetzt kommt. Aber bei 100.000, zack, habt ihr schon wieder ein Skin. Wie gesagt, vielleicht bringt es ja den einen oder anderen was. So, also das war's von mir. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Get over here!